Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Kollegin, Sie haben etwas ganz Wichtiges angesprochen aus meiner Sicht. Ich möchte erstmal zunächst sagen, Ihre Verluste tun mir leid. Es tut mir zutiefst leid. Und müssen wir nicht alles tun, damit wir verhindern, dass diese Menschen in diese kaputten Boote steigen? Das muss doch die politische Aufgabe sein. Das muss die politische Aufgabe sein. Und Sie müssen sich überlegen, dass diese Schiffe, die Sie ja auch hier verteidigt haben, die Ihre Partei finanziell fördert, diese Toten mit fördert. Was ist denn, wenn die Alarmfunk-App nicht funktioniert? Was ist denn, wenn die Menschen aufs Meer hinausgelockt werden und ihre Schiffe zu spät kommen? Dann sterben Menschen. Das, was dort passiert, ist verantwortungslos. Es ist verantwortungslos gegenüber zur Migrationspolitik, die illegale Migration damit zu fördern. Und es ist verantwortungslos, arme Menschen in Boote zu setzen und ihnen die Überfahrt da in Aussicht zu stellen. Und am Ende sterben jeden Tag Menschen aufgrund ihrer Politik. Lassen Sie uns verhindern, dass diese Menschen überhaupt in den See stechen.